Und der kugelt sich ja grundsätzlich immer den Schwanz an. Aber einmal sagte ich jetzt heute euch Hallo. Und ich dachte mir, nee. Nee, die schmecken auch gar nicht. So, jetzt muss ich mal hier einen kleinen Schluck nehmen. Kann man mal die Kresse halten. Mein Freund macht eine eigene Soße, also sprich mit Soße. Irgendwas habe ich hier gemacht, seitdem ich meine Zähne geputzt habe. Ist hier irgendwas eingerissen. Ah nee, das kommt bestimmt gestern vom Zahnarzt. Oh, irgendwie habe ich die Kamera zu weit. Moment. Ich hätte die höher machen sollen. Ihr Lieben, hallo Shiva Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Heute gibt es einen Aldi Food Haul, der ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen Christmas Food Haul, weil ich war nämlich da gewesen und ich war total verwundert, dass da so mega viele Angebote da gewesen sind. Ich dachte, was ist denn nun los? Also ich habe mich mega gefreut und es war auch total leer. Und können wir mal bitte vermerken, was ich hier gemacht habe? Ich wollte mich mal so richtig cool Full Face Make-up schminken und ja, habe mir da glaube ich ein bisschen zu viel, na, Highlighter hingemacht. Und ganz wichtig, das Update zu meinen Zähnen. Ja, also ich war gestern beim Zahnarzt gewesen und ja, sie hat das dann nochmal neu gemacht, also nochmal neu die Füllung drauf gemacht. Und ich hoffe, dass es dann jetzt bis Weihnachten, also natürlich noch gerne viel, viel, viel länger hält. Ansonsten muss da wohl irgendwie eine Krone drüber. Ja, ich hoffe, man sieht das jetzt nicht mehr so. Ich glaube, man sieht es nicht mehr. So, jetzt muss ich immer so ein bisschen im Hintergrund. Ich habe nämlich extra eine Kerze angemacht, damit das alles so ein bisschen gemütlicher aussieht, weihnachtlicher aussieht. Und jetzt ist der Kater immer im Hintergrund. Und der kugelt sich ja grundsätzlich immer den Schwanz an. Das ist ja immer so. Also, das ist schon ganz oft gewesen. 3, 4, 5 Mal. Und er kriegt das dann immer nicht mit. Und irgendwann rieche ich das dann. Und ach, hört bloß auf. Hier, Chili. Oh, heute will die kleine Bausi mal mit aufs Bild. Das ist übrigens die Chili. Das ist die kleine Maus. Die ist ja ein bisschen ziegig manchmal und die möchte eigentlich immer nicht so gerne ins Bild. Aber einmal sagt sie jetzt heute euch Hallo. Ne? Genau. So. Ja, das mit den Zähnen habe ich kurz erzählt. Jetzt legen wir einfach mal los. Das sind, glaube ich, 3, 4 Tüten. Was war das denn? Aldi heute? Genau, bei Aldi war ich, weil ich bin so selten bei Aldi. Das Milo. Oh, ich dachte schon, er kugelt sich jetzt schon wieder den Schwanz an. Milo will vielleicht auch noch mal einmal Hallo sagen. Komm mal her. Upp. Guck mal, Milo, dem geht es nämlich auch schon wieder besser. Der bekommt jetzt MSM. Dann bekommt er, hatte ich das letztes Mal schon gesagt, Weihrauch und Hyaluron, weil dieses Hyaluron soll sich ja in den Gelenken hier fest, das heißt festlegen, soll das so ein bisschen wieder aufbauen. Das bindet ja ziemlich viel Wasser. Ja, deswegen nehmen die Frauen das ja auch. Ich nehme das auch. Teilen wir das mit Milo. Und ja, seitdem geht es ihm auf jeden Fall ein bisschen besser. Ne, mein Schatzi? Ja. So, gut. Es waren beide Katzen auch dabei, haben Hallo gesagt. Jetzt fange ich aber tatsächlich an. So, wie gesagt, es sind ganz viele Angebote dabei. Ich blende euch die Preise ein. Ich weiß nicht, ob ich das anhand des Kassenzettels sehen kann, ob es ein Angebot war oder nicht. Auf jeden Fall gelten die Angebote bestimmt noch. So, ich habe einmal Mini-Muffins mitgenommen mit Quarkfüllung, 9 Stück. Habe ich noch nie gesehen bei Aldi. Viele sind auch nicht so oft bei Aldi. Aber die sahen so lecker aus. Und ich dachte mir, wir probieren jetzt hiervon gleich mal ein. Ich probiere ja immer ganz gerne mit euch. Wenn ich die dann aufkriege, die Dinger. Ah ja, so. Wie gesagt, das ist eine Quarkfüllung. Da bin ich ja mal gespannt, weil ich mag diese ganz großen immer nicht so gerne. Guck mal hier, das ist ja süß. Mal sehen. Die schmecken gut. Da gab es noch, Entschuldigung, da gab es noch welche mit Schoko. Und noch irgendwas. Aber das war nicht so meins. Also die schmecken auf jeden Fall richtig gut. Vielleicht kennt ihr die ja auch schon. Aber ich habe die das erste Mal gesehen bei Aldi, diesen Mini-Muffins. Mit Quarkfüllung, wie gesagt. Dann habe ich einmal ganz unspektakulär Toilettenpapier mitgenommen. Normalerweise kaufe ich das nicht bei Aldi, weil ich mag das irgendwie überhaupt nicht. Ich nehme das immer von Lidl mit, weil mir gefällt das irgendwie besser. Und dann habe ich für meinen Sohn so eine Art Franzbrötchen mitgenommen. Das sind diese Zimtrollen. Das schmeckt mega lecker. Da sind, wie viel sind da drin? 300 Gramm. Und ja, ich finde die zu Weihnachten echt schön, mal zur Schule mitzugeben.
zwei Tage, die jetzt noch Schule sind, aber trotzdem auch für zu Hause. Naja, ich mag die auf jeden Fall gerne. Dann habe ich, oh ja, die waren, glaube ich, auch alles, also alle Weihnachtssachen irgendwie, waren bei Aldi reduziert. Dann habe ich natürlich zweimal mal Bratkartoffeln mitgenommen. Ja, die, wenn Besuch kommt an Weihnachten, also kommt natürlich nur meine Familie. Und ja, dann mag ich das immer ganz gerne in so einen Weihnachtsteller legen. Finde ich immer ganz schön. Dann habe ich Dattel-Cherry-Tomaten 500 Gramm mitgenommen. Die waren auch richtig günstig. Ich glaube, 1 Euro irgendwas. Normalerweise kaufe ich mir immer bei Rewe zum Beispiel. Irgendwie habe ich die Kamera zu weit. Hätte die höher machen sollen. Soll ich das nochmal machen? Nochmal ausrichten oder geht das so? Ich glaube, das geht so, oder? So, also wie gesagt, normalerweise kaufe ich die mal bei Rewe. Und die kosten nämlich 4 Euro, solche bestimmten Tomaten. Die schmecken aber auch richtig, richtig, richtig lecker. Ja, deswegen, ich habe jetzt einfach mal die günstigere Variante gewählt. Oh nein, ich muss das mal probieren. Kennt ihr das? Man riecht irgendwo dran und dann findet man das irgendwie doof. Mhm. Nee. Nee, die schmecken auch gar nicht. Kein Wunder, warum die so günstig waren. Das könnte mich jetzt schon wieder ärgern. Ja, ist egal. Also nächstes Mal hole ich mir wieder die für 4 Euro bei Rewe. Schade. Na gut, aber wenn man ein bisschen Balsamico ranmacht, Pfeffer, Salz, geht das bestimmt. Dann habe ich mir einmal die Snackmöhren von Gut Bio mitgenommen. Klasse 1, das sind auch immer solche kleinen Dinger. Ich schiebe die mal gar nicht ab. Ich wasche die immer nur einmal und dann kann man die so wegnehmen. Das finde ich immer ganz gut. Dann habe ich einmal von Heinz, die habe ich tatsächlich noch nie probiert. Ich habe sonst immer diesen Heinz Tomatenketchup und von Heinz habe ich auch noch den die Mayonnaise, die hatte ich mir von Action irgendwie in so einem ganz riesen Ding mal mitgenommen. Und ich habe jetzt hier von Heinz diese Cocktailsoße mal mitgenommen. Wie gesagt, da war so ein ganz großer Ständer irgendwie und da lagen die Dinger drin. Ich hoffe, das ist nicht zu tomatig, weil da drauf steht cremig tomatig. Ich hoffe, das schmeckt so wie diese Cocktailsoße von, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, die habe ich sonst immer. Und Hot Chili Soße habe ich einmal mitgenommen von Heinz. Wie gesagt, ich fand die so klein, so niedlich und ja, wenn es dann halt nicht schmeckt, dann hat man wenigstens nur so eine kleine Dinger davon. Dann habe ich einmal, es gibt heute Abend, Heiligabend, Rotkohl, Klöße und ja, ich weiß nicht, Ente, Fleisch auf jeden Fall, kocht mein Freund. Und da er den Rotkohl so ein bisschen weicher mag irgendwie, so ein bisschen matschiger, das mag ich nicht, habe ich mir meinen eigenen Rotkohl gekauft. Ich mache mir dann meinen eigenen Rotkohl und ja, damit das allen schmeckt halt. So, dann habe ich noch einmal Barilla Arrabbiata die Soße geholt. Die liebe ich ja total. Die kommt immer mit, wenn die im Angebot ist. Die war aber, glaube ich, gar nicht im Angebot. Ich habe sie einfach so mitgenommen. Sag mal, Milo, was machst du da eigentlich? Ich glaube, der wartet auf irgendwas. Ja, dann habe ich noch einmal Pesto mitgenommen. Bin aber nochmal zurück, weil ich überlegt habe, bin ich jetzt da richtig? Das Pesto von Barilla, war das jetzt reduziert? Bei dem einen Ständer war es so, bei dem anderen so. Habe ich mir gedacht, ach, komm, nimmst jetzt einfach mal das Pesto, dieses günstige von Aldi mit, keine Ahnung, wie das ist. Einfach mal ausprobieren. Kenne ich nicht. Wie gesagt, muss ich mal ausprobieren. Dann, das ist ja mega. Kennt ihr diese Dips von Hot Cheese? Also Hot Chili Cheese? Nee, Hot Cheese. Da gibt es doch diese Chio Chip im Moment. Die habe ich hier doch. Diese Tortilla-Chips mit Nacho Cheese. Diese Nachos. Warte mal, wie war das? 77 oder 88 Cent, die Chips und der Dip. Normal kostet der Dip doch immer 2,99 oder 3,99 und die auch 1,99 oder nicht. Also ich habe gedacht, das ist ja mega. Ich glaube, das habe ich sogar zweimal mitgenommen. Also wie gesagt, die gibt es momentan in so einem riesen Aufsteller bei Aldi, jedenfalls da, wo ich war. Und doch, ich muss das natürlich erstmal mitgenommen. Ja genau, hier ist nämlich die zweite Tüte. Und da ist ja mal nicht so viel drin. Und ja, wenn man dann zu zweit oder so ist, dann geht das ja immer mal ganz schnell weg. Dann habe ich mir irgendwie mal, gestern war das noch so saftig, so ein Fladenbrot mitgenommen. Scheiße, ich glaube, das muss ich schnell machen. Das ist schon voll ausgetrocknet irgendwie. Naja, auf jeden Fall, Fladenbrot kann man ja auch nicht so falsch machen. Esse ich auch immer zum Beispiel. Früher in der Schule gab es immer so ein Fladenbrot mit Ketchup. Wenn ich das immer noch mal mache zu Hause, dann ist das immer so Erinnerungen an früher, an die Schulzeit noch. Dann, die waren auch richtig günstig, diese Salatherzen. Zwei Stück. Das
Unter 1 Euro bin ich der Meinung. Also da dachte ich auch, wow, was ist denn bei Aldi momentan so? Also wirklich mega, mega Angebote. Ja, hier seht ihr, hier kommt der zweite Hot Cheese Dip. Allerdings mag ich den gar nicht gerne, wenn er warm ist. Ich weiß nicht, den soll man ja eigentlich warm machen. Aber ich finde, der schmeckt am besten so kalt. Ich weiß auch nicht, wieso. So, jetzt muss ich mal hier einen kleinen Schluck nehmen. Oh, habe ich professionell gemacht, ne? Man konnte gar nicht sehen, was das ist, oder? So, wer meine Instagram-Story verfolgt, der hat ja gesehen, ich weiß nicht, ob ich das hier vielleicht sogar noch einblenden kann irgendwo, ich weiß gar nicht, ob ich das auch eventuell schon vor Peinlichkeit gelöscht habe. Mein Freund und ich hatten ja mal Käsefondue ausprobiert, die Tage, beziehungsweise vor ein paar Wochen und ja, das war ein einziger Klumpen, als wir rumgerührt haben, also das war sehr peinlich auf jeden Fall. Das ist irgendwie so eine Knetmasse oder hier so ein Mehl. Ding. Ich weiß aber auch warum, weil wir haben Weißwein und Kirschwasser weggelassen. Wir dachten, ach, das geht auch so. Deswegen habe ich jetzt einfach mal so ein fertiges Käsefondue. Das war auch mega günstig. 2-3 Euro irgendwie mitgenommen. Ich glaube 2,59 oder 2,99 irgendwie, um das nochmal zu testen. Und dann können wir uns ja immer nochmal die Käsesorten kaufen. Und dann aber diesmal auch mit Weißwein und Kirschwasser. Hier wollen wir es nur noch mal einmal probieren, ja, ob es dann tatsächlich damit geht. Aber ich denke mal schon, weil es ist ja eine fertige Mischung. Die brauchen wir einfach nur reinmachen und rühren. Nehme ich mal so an. So, dann finde ich den Apfelmus von Aldi auch richtig gut. Also den mögen wir mal ganz gerne. Das ist dieser Biomus von Gut Bio. Ich finde, also von Gut Bio von Aldi finde ich das sowieso mal ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Und da habe ich auch noch was entdeckt. Das werde ich auf jeden Fall mit zum Weihnachtsgeschenk dazu geben oder mit zu ein paar Weihnachtsgeschenken, dann sieht das immer ein bisschen schöner aus. Guckt euch das mal bitte an. Milka mit Daim. Das habe ich ja noch nie gesehen. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt oder kennt, aber fand ich mega. Waren auch im Angebot, also unter 1,60 Euro, 80 Cent. Ich weiß es nicht. Denn hier habe ich, also das mit Daim habe ich zweimal mitgenommen. Dann einmal Oreo White. Das mag mein Sohn bestimmt ganz gerne. Und ja, Daim mag meine Mama und ich glaube, mein Freund auch. Dann habe ich ganz normal Thunfischfilet, die nehme ich immer mit in Öl. Die nehme ich überall mit, bei Lidl, bei Aldi, bei egal wo ich bin. Das mache ich immer ganz gerne auf Toast oder in den Salat auch mit rein. Oh, das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich mache mir nachher diese Salatherzen mit Thunfisch. Das ist ein Mist, die Salatsoße habe ich vergessen. Naja, dann mach mal los, ist nicht so schlimm. Apropos Salat, ich habe ganz normale Gartenkresse gekauft. Und ich habe die auch sogar gegossen. Guckt euch mal bitte, was jetzt sieht das gar nicht so schlimm aus in der Kamera. Die hat sich auch schon wieder so ein bisschen gefangen, aber die war total platt auf einmal. Ich weiß nicht, was die hatte. Kann man mal die Kresse halten? So, ja, egal. Sehr witzig. Ich glaube, die hat auch nur 30 Cent oder 40 Cent gekostet. Aber da finde ich die bei Lidl tatsächlich besser, muss ich sagen. Dann habe ich wie immer, was heißt wie immer, wenn ich mir dann mal solche Kartoffeln kaufe, dann liegen die bei mir 3-4 Tage und bekommen Augen und da sprießt das. Ja, ich weiß, man muss Kartoffeln aus dem Plastik nehmen, man muss sie ein bisschen in so einem Korb abdecken, dunkel, kühl, im Keller. Ja, ich habe keinen Keller. Von daher lagere ich das dann in der Kammer. Aber wir haben hier überall Fußbodenheizung und ich denke mal, das liegt daran. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt auf den Balkon stellen könnte. Ja, noch ein, das ist gut. Naja, auf jeden Fall wollte ich damit sagen, immer wenn ich solche Kartoffeln kaufe, also nicht im Glas, sondern solche, ich kann sie jetzt schon eigentlich direkt wieder wegschmeißen. Das ist eigentlich viel zu schade. Oder ich müsste sie wirklich direkt machen. Aber ich habe... Sheila, komm her. Ich habe heute irgendwie keine Lust auf Kartoffeln. Obwohl ich dazu diese Bratensoße, die war auch im Angebot, die hat auch 40 oder 60 Cent nur gekostet. Da habe ich einmal diese Soße zu Schweinebraten mitgenommen und die Soße zu Braten extra mit Rotkohl. Gut, die machen wir jetzt nicht. Also mein Freund macht eine eigene Soße, also aus diesem Sud vom Fleisch und keine Ahnung, wie meine Oma das damals immer gemacht hat. Das habe ich nur mal da, wenn wir Kinderbesuch haben oder so. Ich will mal schnell eine Soße anrühren, dann kann man das immer mal ganz gut nehmen, finde ich. Dann habe ich einmal wieder diese Früchtchen mitgenommen. Das sind ja diese 4 fruchtigen Portionsdinger da. Diese habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon gezeigt. Die mag mein Sohn. Huch, wo halte ich das denn hin? Die mag mein Sohn ganz gerne. Und ja, sind auch von Gut Bio. Und das ist 100% Frucht. Finde ich gut. Also ich nicht, mein Sohn.
Genau, dann habe ich einmal Miracoli gekauft, der Klassiker. Da hatte ich ja letztens diese Soße, diese nachgemachte. Die erste war falsch. Da stand irgendwas anderes drauf. Dann habe ich jetzt die Soße nochmal gekauft, wo original drauf steht. Es schmeckt nicht wie Miracoli. Dieser Topf, den ich gekauft habe, schmeckt nicht wie Miracoli. Also ganz ehrlich, nee. Deswegen habe ich mir das gekauft. Manchmal nehme ich sogar die Nudeln raus und nehme dann nur die Soße. Also, oh, wer liebt, ey, sag mal bitte, ganz ehrlich, wer liebt diese Miracoli-Soße, diese Original-Miracoli-Soße auch so sehr? Also, wenn ich die warm mache, ich könnte das schon nochmal alles auflöffeln. Hinterher ist gar keine Soße mehr da und dann die Nudeln kann ich dann direkt mit was anderem machen, weil ich die Soße schon aufgegessen habe. Soße. Soße. Ne? Naja, dann habe ich nochmal Zimtsterne mitgenommen. Finde ich auch immer ganz schön auf dem Weihnachtsteller. Jetzt finde ich die ganz schön klein und voll dunkel irgendwie. Aber macht nichts. Ist egal. Ist nicht so schlimm. Dann, das war auch runtergesetzt. Also wenn ihr jetzt noch irgendwie ganz schnell was zu Weihnachten braucht, solche kleinen Figuren. Die fand ich voll süß, diese kleinen Bärchen hier mit diesem Weiß, um auf ein Geschenk zu kleben oder halt für diesen Weihnachtsteller ein bisschen zu dekorieren. Die gab es für 60, 80 Cent. Ich weiß nicht. Die haben vorher, glaube ich, 1,99 oder so gekostet. Ich weiß jetzt nicht so genau, aber wie gesagt, also da habe ich erstmal gleich ein paar mitgenommen. Und was habe ich hier noch? Einmal guck, ganz normal. Irgendwas habe ich hier gemacht, seitdem ich meine Zähne geputzt habe. Ist hier irgendwas eingerissen. Ah nee, das kommt bestimmt gestern vom Zahnarzt. Oh, drückt mir bloß. Sheila kriegt gerade ihre 5 Minuten. Drückt mir bloß die Daumen, dass die Füllung diesmal hält. Ich habe keine Lust, hier vorne eine Krone zu haben, weil da hätte ich ja gar keine Lust drauf. Ich hätte voll Angst, dass das nachher nicht richtig gut aussieht. So, dann habe ich nochmal zwei Zero-Cola mitgenommen. Ich mal gucken, was hier unten. Nichts. Dann habe ich nur noch die Kühlsachen. Hier habe ich einmal Mini-Mozzarella. Ja, die schmecken ja auch überall gleich, finde ich eigentlich. Dann nehme ich auch immer die günstigen von Aldi oder Lidl. Genauso wie der Hirtenkäse. Allerdings finde ich den Hirtenkäse von Lidl tatsächlich besser. Ich weiß auch gar nicht, warum. Irgendwie, ja, obwohl es ja eigentlich das Gleiche ist vom Ding her, ne? Ja, genau, den habe ich mitgenommen. Und dann habe ich die Chili, will schon wieder irgendwas. Dann habe ich einmal von Milsan diesen Kräuterquark. Damit will ich nämlich diese Kartoffeln essen. Diese Frühlingskartoffeln oder diese kleinen da auf jeden Fall. Ja. Was ist denn, mein Schatz? Da ist mein Schatz. Mein Schatz. Chili, sag mal was. Oh. Ja, mecker mal. Was willst du denn? Was ist da los? Was? Chili möchte was essen. Ich werde dir gleich auf jeden Fall was... Oh, 17 Minuten. Ich beende jetzt auch das Video. Chila muss was essen. Die Sachen räume ich jetzt erstmal weg. Ja. Freitag ist schon Heiligabend. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Weihnachten. Ich hoffe, wir sehen uns Sonntag trotzdem wieder, obwohl da der zweite Weihnachtstag ist. Ich hoffe, ihr seid trotzdem mit dabei. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis Sonntag. Donnerstag, bis Sonntag. Tschüss.